Level 69. Level 69. Ich muss zum Mega-Quiz gehen. Das ist der einzige... Bruh. Oh nein, stimmt! Die Tarnsteine treffen doch! Oh, ich hab das mit was anderem verwechselt. Ja, es ist vorbei. Beiden Arena-Leiter. Digga, das ist doch nicht wahr! Was zum Fick? Und warum immer auf Turki? Er ist nur ein Opfer. Um es so zu sagen. Mega-Opfer! Ist Primarene. Der Starter aus der 7. Generation. Und Giga-Opfer bis heute. Mein absoluter Hassstarter ist Inteleon. Es tut mir leid für alle Inteleon-Fans, aber ich mag den nicht. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Adam, nun geht es dir auch an den Kragen. Willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von Pokémon Strahlender Diamant. Arena-Leiter Rematches. Und ich denke, ich werde mit Akiyama leaden. Und falls ihr euch jetzt fragt, Rinoku ist Level 100 und die anderen haben auch ein völlig anderes Level. Ja. Zur Erklärung, ich nehme diese Folge bereits zum zweiten Mal auf. Nein, doch. Und das liegt einfach daran, dass ich damals das schon aufgenommen hatte und auch die Liga-Rematches samt Champ-Battle bereits alles fertig hatte. Nur hatte ich dann ein paar kleine Fehler, deswegen musste ich alles nochmal löschen und Also nicht das Spiel löschen, dann hätte ich das Projekt komplett abgebrochen. Nein, ich musste die Videos löschen, weil es da Fehler gab und deswegen, und ich hatte halt hier zuletzt gespeichert, deswegen, ja, also was heißt zuletzt gespeichert? Ich hatte vor Cynthia gespeichert und habe dann die gemacht und in der Zeit sind die halt ihre Level bekommen. Ihr wisst, was ich sagen will, oder? Ich hatte schon die Liga-Rematches gemacht. Mehr dazu aber erst im nächsten Part. Den vorvorletzten Part? Ja, müsste so sein. Auf jeden Fall möchte ich heute mit Akiyama leben, deswegen quatschen wir nicht lange rum, sondern zeig mir, was du zu bieten hast. Du bist zurück? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ich hoffe, das funktioniert. So wie... Gott, ich kann kaum noch sprechen, das tut mir leid. Nein! Natürlich funktioniert es nicht. Er leadet mit Panzer Aeron. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Stahlflug. Level 69. Level 69. Als Maul. Und ich hab befürchtet, dass er nicht mehr mit Stalos antreten wird. Deswegen könnte das ein bisschen risikoreich werden. Das Ding ist, Akiyama ist sehr langsam. Auch mit seiner... Ach, der hat jetzt die Erdtafel. Stimmt, Rinoku hatte die Flingklaue. Ah, verdammt. Ja, wir müssen auf Risiko gehen. Der kann eine Stahlattacke. Allerdings, soweit ich weiß, kann der nur Stahlflügel. Deswegen dürfte mich das nicht großartig jucken. Es sei denn, der hat natürlich ein Item.
Okay, ich habe nichts gesagt. Akiyama scheint schneller zu sein. Okay, es wird resisted. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen verwundert, aber gut. Was hat der? Überreste? Ja, natürlich Überreste. Okay, dann mache ich direkt Lawine. Oh nein. Das heißt, Akiyama muss die restlichen... Was? What? Anderes Problem? Tarnsteiner. Akiyama muss die restlichen... Und er kann scheinbar nichts auf Akiyama machen. Er hat wohl scheinbar nichts. Außer Flugattacken. Und es sieht zumindest so aus, als sei Eisstrahl... Er hat doch Stahlflügel. Und natürlich trifft sie. Für die Leute, die es nicht wissen, Stahlflüge hat eine Genauigkeit von 85 und eine Stärke von 90? 70? 50? Irgendwie sowas. Ich schau lieber mal nach, wenn ich mir da nicht sicher bin, weil wir können eh nichts großartig machen. Der wird... den jetzt gleich noch ein zweites Mal hochheilen. In der Zeit kann ich ja mal nachgucken, was das mit Stahlflügel auf sich hat. Also 85 Genauigkeit definitiv. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist eine physische Attacke. Stärke 70 und 90 Genauigkeit sogar. War das nicht mal 85? Haben die das echt gebufft? Empoleon. Ja. Ich muss wechseln. Einmal so ein Surfer oder so und ich bin tot. In der fünften Generation war es sogar die Spezialattacke von Panzer Aeron. Lol. Ja, okay, dann hat es halt 90 Genauigkeit. Ist eh egal, es ist eh tot. Und ich gehe jetzt kein Risiko ein. Donner. Was setzt der ein? Sorry, ich habe es gerade nicht mitbekommen. Das sah gerade aus wie Aquahaubitze. Aber ein... NPC Empoleon. Ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken, wenn ich das Video schneide. Ah, WTF. Wir haben jetzt ein großes Problem. Ja, jetzt natürlich kommt jetzt Stahlos. Ihn treffen die Attacken nicht. Megakus treffen die Attacken nicht. Ihn, also die Steinkante, meine, Steinkante, Tarnsteine treffen Megakus schon mal null. Und ich könnte mit Gigasauger ein bisschen was drücken. Allerdings ist der Stahl Gestein. Das heißt, der Stahltyp resistet den Gesteinstyp. Und halt umgekehrt. Ja, ich muss zu Akiyama gehen. Dann gehe ich zu Akiyama und heile den hoch. Weil was anderes kann ich da nicht machen. Aber die Tarnsteine dürften Akiyama doch nicht so viel Schaden drücken, oder? Nee. Also ich bin mir nicht sicher, wie schnell Stahlos ist.
Ich möchte aber kein Risiko eingehen. Es ist mir zu risky. Bin ich ehrlich. Es ist mir viel zu risikoreich. Und das muss echt... Ja. Toll. Okay, dann werde ich doch das Risiko eingehen. Ich bin sogar schneller. Ja, hättest du das mal gewusst. Aber... Aber hat er nicht so oder so Robustheit. Ja. Ich brauche eine Prio-Attacke. Ich habe aber keine Prio-Attacke, oder? Nee. Natürlich nicht. Ach, Mann. Ja. Ich muss zum Mega-Quiz gehen. Das ist der einzige... Bruh. Oh nein, stimmt. Die Tarnsteine treffen doch. Oh, ich hab das mit was anderem verwechselt. Ja, es ist vorbei. Hab ich noch einen Beleber? Oder irgendwas in der Art. Okay, der Temposchub könnte es nochmal rausreißen. Ich warte, bevor ich Akiyama wiederbelebe. Der könnte natürlich jetzt... Ja, Eisenschweif ist jetzt nicht so. Ich wollte eigentlich sagen, der könnte jetzt irgendwie Steinkante oder so eine Gesteinsattacke einsetzen, aber ne. Aber damit hat er auch seine Tränke verschwendet. Ja. Es ist... Theoretisch ist das jetzt mein Vorteil. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, der hat noch sein Gesteins-Pokémon. Was wir ja auch haben, sein Rinnegusch-Stolos. Nee. Ich bleib drin. Und hoffe, dass der nichts Blödes macht. Das ist... Ja, die zweite Hälfte läuft ein bisschen... Ja, ich sag mal, ein kontraproduktiver Kopfstoß. Alter Schwede. Kopfstoß ist eine Gesteinsattacke mit 30 Genauigkeit und 120. Hat mir das nicht sogar selber mal? Oder hat das noch Rinoku? Nee. Aber er konnte mal Kopfstoß. Ich kann mich so leicht dran erinnern. Was? Magni... Ja, ich weiß warum. Rinoku, ich könnte... Akiyama, ich könnte dich gut gebrauchen. Ja, toll. Das ist alles andere als gut. Und ich... Ja, ich muss wechseln. Aber auf wen? Hindert Stahl-Pokémon durch Magnetismus an der Flucht. So beschissen die Fähigkeit. Wohin gehe ich jetzt? Ich muss auf Flamie gehen.
Auch wenn das jetzt heißen könnte, dass der vielleicht zerstückeln wird. Bitte wenig. Hä? Warum ziehen die Tarnsteine so wenig ab? Ich hätte jetzt mehr erwartet, aber da war der Donnerblitz doch ein bisschen heftiger. Ja, Flammenwurf. In der Hoffnung, dass er getötet wird. Okay. Dann muss Flamey allerdings jetzt den Rest machen. Das heißt... Ne, warte, der hat doch... Bolteros. Stolos und Bolteros. Stimmt. Sein Sohn hatte... Rinoku. Oh, holy crap, man. Holy crap, man. Holy crap, man. Der Kopfstoß hätte jetzt was gemacht. Und ja, ich weiß, ich hätte heilen können. Aber ich bin zu faul, ey. Ich bin's gewohnt, nicht im Kampf zu heilen, aber... Ja, Akiyama ist tot. Ist halt so. Aber Flamey möchte ich jetzt nicht tot sehen. Es muss jetzt nicht sein, dass noch ein zweiter stirbt, ganz am Ende. Brüller? What? Was hat er vor? Durki, warum will er... Warum Durki? Was hat er vor? Hat er Erdbeben? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gut. Er hat Rambos. Ist das nicht auch so eine 120er Stahlattacke? Aber ich frag mich echt, was ihm das gebracht hat. Und hat Durki... Doch, Durki hat Schaden durch die Tarnsteine bekommen. Oder hatte ich da jetzt... Doch, müsste so sein. Als ob der... Hä? Wieso prediktet er das sofort? Der prediktet einfach instant... Dass ich auf Flamey gehe, oder was? Mit welcher Begründung, bitte? Einfach so, weil Baum oder was? Nö, das lässt sich Flamey nicht auf sich sitzen. Ja, das muss schon fair und gerecht zugehen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Fuck. Ja, dann gibt es hier in diesem Video eine andere Reihenfolge. Mir fällt gerade auf, ich habe die anderen... ...beiden Arena-Leiter. Digga, das ist doch nicht wahr! Was zum Fick? Warum immer auf Durki? Das geht doch nicht! Ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneiden soll, aber... Wisst ihr, was mir gerade auffällt? ich habe doch tatsächlich... ...vergessen... ...dass wir noch Marinus... ...also den fünften... ...und den sechsten Arena-Leiter vergessen haben. Das heißt... ...ich... Werd's ein bisschen anders machen. Ja, wir haben jetzt den... den vierten. Nee, warte. Hä? Bin ich doof? Hä?
Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen wollte. Ich muss gerade mal selber gucken. Okay, Marinos haben wir. Ja, dann habe ich aus Versehen die... Dann machen wir eine andere Reihenfolge. Wollen wir das so machen? Ja. Sorry dafür. Ich habe wohl tatsächlich vergessen, dass wir bei Lamina anfangen müssen, der fünften Arena-Leiterin in Herzhofen. Ja, sorry dafür, aber gut. Dann war es doch mal ein bisschen anders. Keine Ahnung, ob ich das so zusammenschneide. Das ist jetzt blöd gelaufen. Ich dachte, ich hätte sie schon gemacht, aber nein, habe ich noch nicht gemacht. Also zumindest nicht in diesem Video. Ach, Mann. Das wollte ich nicht. Ja, wir sehen uns gleich bei Lamina wieder. Das kommt davon, wenn man monatelang nicht das Spiel aufnimmt. Sorry, Leute, es gibt halt eine andere Reihenfolge. Ich muss mich, einer muss sich ja abheben, aber im Prinzip ist es eh egal, ob ich jetzt zuerst sie mache oder eben Adam oder Adam, wie auch immer. Hauptsache, die letzten beiden sind die richtige Reihenfolge. Es tut mir leid, das habe ich. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Natürlich kommt eigentlich sie zuerst und dann Adam. Aber gut, hatten wir wenigstens ein tolles, krasses Erlebnis. Doch nun zeig mir, was du hast. Du beginnst natürlich wieder mit Drift Zeppeli. Das hätte ich wissen müssen, aber... Damals hatten wir, glaube ich, noch gar nicht Pion Scorer dabei, oder? Egal, ich radiere dich trotzdem mit dem Nachthieb. Wobei, das... Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ich glaube, Lamina wird ein bisschen einfacher als Adam. Ich nenne ihn jetzt einfach Adam. Weil für mich war es immer ein Adam. Auch wenn der Anime immer sagt Adam. Heißt Adam Zwirfirnst, ja... Ich glaube, für mich war Lamina immer einfacher, schon immer, als Adam, weil, ja. Zu dem Zeitpunkt, gerade in Diamant und Perl, hast du zu dem Zeitpunkt mindestens ein Unlicht-Pokémon. Im Platin sogar tatsächlich ein Unlicht-Pokémon mit... Oder kann man da schon Skunkapu bekommen? Ich weiß, in Diamant, glaube ich. Oder war es in Perl? In irgendeiner der beiden Editionen konnte man Skunkapu bekommen. Ich glaube, in Perl war es Skunkapu und in Diamant war es Schnurrgast. Beziehungsweise Charmian. Und dann hatte man zu dem Zeitpunkt, ja, im Platin ist es ja die dritte Arena, also Lamina ist dann halt die dritte Arena-Leiterin. Und wisst ihr, was ich jetzt mal kurz mache? Ich halte mich mal kurz hoch. Wir können das hier einfach runterrocken. Hi. Wir haben Durki. Durki ist krass. Ist mittlerweile mein zweitliebstes Pokémon, ja. Mein zweitliebstes. Normalerweise hätte ich gesagt mein liebstes, aber mittlerweile... nee, Quatsch, mein drittliebstes sogar. Ist es und ja. Mein Liebstes ist ja mittlerweile ein ganz anderes, ein Paldea-Pokémon. Mein Zweitliebstes ist ja ein Mega und mein Drittliebstes ist dann Pion Draghi. Das wissen viele nicht. Viele denken ja, dass bei mir, oh Gott, jetzt muss ich wechseln, jetzt habe ich keine andere Wahl. Viele denken ja, ja, die Pokémon, die ich normalerweise immer nehme, oder dritte Gen-Pokémon, Logok, Zumpex, Gewaltro, finde ich alle drei cool, aber waren noch nie meine Lieblings-Pokémon. Ja, okay, doch. In der dritten Generation, bevor die vierte Generation rauskam, waren sie meine Lieblings-Pokémon. Gewaltro, dann Logok und dann Zumpex. Erst ab der vierten Generation fing es auch so wirklich richtig an, wo ich alle
wo ich nicht alle Starter cool fand. Ja, erste Generation fing es auch schon ein bisschen an. Da war ich quasi Mitläufer. Ich mochte zum Beispiel Bisaflor nicht gerne. Mittlerweile mag ich Bisaflor mehr als so das ein oder andere Pokémon, was gerne mal benutzt wird, weil es aber auch nur, weil es gerne mal benutzt wird. Ich gucke dich an, Glurak. Holo. Nee, Quatsch. Soll ich drin bleiben? Ja, komm. Zweite Generation mochte ich noch nie wirklich Meganie. Aber auch den Wasserstarter. Ja, auch den Wasserstarter mochte ich noch nie so wirklich in der zweiten Generation. Ich weiß nicht, ich habe immer Turnupzu genommen. Dritte Generation, wie gesagt, mochte ich alle. Vierte Generation mochte ich, da fing es wirklich an, so wo ich den Wasserstarter langsam nicht mehr cool fand. Also ich fand Empoleon schon cool, ja. Es war noch von allen Wasserstartern der coolere oder der coolste eher. Aber dann fing es so langsam an. Fünfte Generation wurde es dann wieder geändert. Da fing es an mit Seppifeu. Da mochte ich das. Das mochte ich absolut nicht. Seppi Royal, Seppifeu und halt das Zwischending. Sechste Generation war die. Ist bis heute die einzige Generation, wo ich den Wasserstarter am coolsten finde. Danach würde ich sagen Feuerstarter und dann auch wieder den Pflanzenstarter. Wobei ich mittlerweile sogar den Pflanzenstarter akzeptieren kann. Also das ist so die Generation mit der dritten Generation, wo ich die Starter cool finde. Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen alles runtergerockt. Weiter geht's zur siebten Arenaleiterin. Leider muss man auch dieses Arenaleiter wieder einmal machen. Und ich denke, ich fange diesmal mit Flamie an. Und ja, nun möchte ich euch darüber erzählen. Oder gehen wir weiter in die Geschichte von meiner Hassliebe zu den Startern. Wir waren ja bei der sechsten Generation stehen geblieben. Da habe ich ja, wie gesagt, alle gemocht. Mittlerweile. Früher war es eher... Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es dann halt Wasser, Feuer und dann den Pflanzenstarter. In der siebten Generation war es dann... Ja, doch so ein bisschen so... Dass es so langsam, aber sicher in die richtige Richtung geht, die wir heute haben. Also, sprich, die Hass. Den Hass gegenüber Wasserstartern. Denn in der siebten Generation kam das erste Pokémon. Der erste Starter, den ich wirklich so abgrundtief gehasst habe. Und auch heute noch abgrundtief hasse. Ich weiß nicht, woher dieser Hass kommt. Er ist auf jeden Fall da. Ja. Also von allen drei Startern finde ich am coolsten, denke ich, Bautz. Ja, das ist so mein Fan-Favorite, würde ich sagen. Ist, glaube ich, generell der Fan-Favorite. Ja. Bautz ist so... Die Ikone, würde ich sagen. Dann den Feuerstarter Flamiau. Und ganz zum Schluss der Wasserstarter. Wobei, hier muss ich... Oh Gott. Hier muss ich allerdings sagen, dass der Wasserstarter noch ganz okay ist. Kommen wir zur achten Generation. Ja. Achte Generation führte mit den drei Startern. Chimpep. Hoplo? Hoplo? Hieß das Hoplo? Ich glaube so Hoplo. Und mein
allseits geliebtes Lieblings-Pokémon Inteleon, beziehungsweise Memeion. Die Tradition der Hass-Wasserstarter-Pokémon an, oder weiter vielmehr. Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, auch hier wieder der Wasserstarter. Und nun befinden wir uns in der 9. Generation, in der aktuellsten Generation. Und auch hier, na, wer weiß es? Richtig, und auch hier ist es wieder der Wasserstarter. Wobei, ich habe kein Beleber, lol. Ja, cool. Auch hier muss ich wieder sagen, Wasserstarter, kompletter Absturz. Aber nicht so schlimm wie die anderen beiden Starter. Ich würde sagen, von allen drei Startern, also ich meine jetzt von den anderen beiden Startern, meine ich jetzt nicht die anderen beiden Starter der 9. Generation, sondern die anderen beiden Wasserstarter. Also sprich Inteleon und den anderen Dulli. Ich würde sagen, von allen drei Startern ist er noch von allen drei Wasser-Pokémon-Starter-Gedöns. Genau. Ist er noch der halbwegs okayere. Also man kann ihn akzeptieren. Er ist nur ein Opfer. Um es so zu sagen. Mega-Opfer! Ist Primarene. Der Starter aus der 7. Generation. Und Giga-Opfer! Bis heute. Mein absoluter Hassstarter. Ist Inteleon. Es tut mir leid für alle Inteleon-Fans, aber ich mag den nicht. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Ja, es soll auf einen Spion anspielen, aber... Und Spione sind cool, ja, aber come on. Man hätte den ein bisschen besser designen können. Vielleicht hätte ich ihn dann auch akzeptiert. Aber so, nein, absolut nicht. Das ist ein Giga-Opfer. Wirklich ein ein Hyperopfer. Ich mag dieses Vieh nicht. Wen ich aber lieber habe, ist Frostige. Hätte ich gerne im Team gehabt. Ist nicht drin. Konnte man nicht bekommen. Kann man, glaube ich, jetzt erst bekommen. Und ja, ich weiß. Ich weiß, ich hätte das genauso machen können wie bei Mega Cruise, aber Mega Cruise habe ich dann doch noch mal ein bisschen lieber. So, gefühlt. So, kannst du jetzt bitte noch mal einen Geist-Pokémon einsetzen, weil ich habe sonst nichts mehr. Natürlich nicht. Ach man, ich hätte nicht Flamey gegen... das Mamute antreten lassen sollen. Ja komm, dann mach mal Toxin. In der Hoffnung, dass der jetzt keinen Eisstrahl oder so macht. Ja, aber ich weiß nicht. Für mich ist wirklich Inteleon so... Flachpfeife, wirklich. Ich bin gespannt, was in der 10. Generation kommt. Sogar das legendäre Pokémon aus dem DLC finde ich ganz cool. Und das ist ja scheinbar auch ein Wasser-Pokémon. Ihr merkt es wahrscheinlich auch selbst. Oh Gott. Nein! Überleb, okay. Wird langsam brenzlig, ja. Was du nicht sagst. Fuck, jetzt hat mich das voll rausgebracht.
Gott! Das war's. Ja, geilo! Yay! Voll Bock, ey! Ist das nicht ein bisschen lächerlich, was hier abgeht? Stimmt, ich habe ja noch die Lichtkanone, lol. Ja, aber ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was die 10. Generation so bringt. Und... Achso, genau, da war ich stehen geblieben. Sorry, das hat mich jetzt komplett rausgebracht, dieses Glaciola. Scheinbar ist ja das legendäre Pokémon aus dem DLC... aus dem 2. DLC. Also, der auf dieser Insel da spielt. Dieses Wasserfisch-Schildkröten-Gedöns. Auch so eine Sache. Wir haben zum zweiten Mal eine Schildkröte. Oh Gott. Ja. Scheint ein Wasser-Pokémon zu sein. Wassereis vielleicht. Oder so. Oder vielleicht auch Wasserfee. Keine Ahnung. Ich mag das. Ich bin ja generell kein großer Wassertyp-Fan. Merkt man eventuell an meinem Typ? Es gibt für mich nicht viele Wasser-Pokémon, die ich mag. Ja, Carapaz mag ich zum Beispiel. Den Delfin aus der 9. Generation mag ich sehr. Ja, aber sonst... Ja gut, Sumpex. Aber sonst fällt mir auf die Spontane keins ein. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum letzten Arenaleiter. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist... Ich bin gespannt, wie die Starter der 10. Generation aussehen werden, aber ich habe so das Gefühl, also wir sollten natürlich jetzt noch nicht drüber sprechen, weil es kommt ja noch das Remake der 5. Generation raus. Achso, stimmt, der leadet mit Clipper. Verdammt. Es kommt ja noch das Remake der 5. Generation, es kommt vielleicht die DLCs kommen ja auch noch und es kommt ja eventuell dann noch vielleicht, wenn wir Glück haben, let's go, Johto. Ich hoffe es zumindest, aber... Am Pokémon Day wurde zumindest nichts derart gezeigt. Also klar, die DLCs wurden gezeigt, aber ich denke mal, dass wir nächstes Jahr dann die Remakes bekommen. Und dann sind auch schon... wieder 2 Jahre vorbei, ne? Oder? Letztes Jahr haben wir, Ende des Jahres haben wir Pokémon Purpur bekommen. Dieses Jahr die DLCs und nächstes Jahr wäre dann das 3. Jahr. Das heißt, nach diesem 3. Jahr müssten wir dann die 10. Generation bekommen. Also sprich 2025 müssten wir dann theoretisch, wenn sie dem treu bleiben, und da gehe ich mal davon aus, dass sie dem treu bleiben, die 10. Generation bekommen. Wenn alles so, und da gehe ich davon auch aus, wenn alles so läuft, wie die sich das vorstellen. Und ich denke, das haben die sich so vorgestellt. Ich denke auch, dass die 10. Generation in 3 Jahren, beziehungsweise in 1-2 Jahren, dann letzten Endes raushauen werden. Ob die dann gut sein wird? Ich wage es zu bezweifeln, wenn man sich mal die 9. Generation so anguckt. Nicht wahr? Bugfest pur. Aber gut, das ist... Zukunftsmusik. Sollten wir uns nicht drauf konzentrieren. Wir sollten uns lieber drauf... Oh Gott. Bitte überlebt! Nein! Sollten wir uns vielleicht hier drauf konzentrieren. Das wäre sehr hilfreich. Aber gut. Off-Topic-Themen kann man im Pokémon immer mal so ein bisschen wieder anschneiden.
ab und zu mal, zumindest für dich. Ist ja auch ganz hilfreich für jedermann. Ich denke, das interessiert auch jeden. Und ja, 2025 ist ein gutes Jahr. Ist gut angesteuert. Ist nicht übertrieben. Schon 2025. Die nächste Generation von Pokémon zu sehen. Eventuell. Höchstwahrscheinlich. Zumindest 90%. Letztes Jahr hat Tim mich sogar darauf hingewiesen, dass ich ziemlich optimistisch sei. Und da meinte ich nur einfach... Grüße gehen im Übrigen raus. und da meinte ich einfach nur so, ja, das kann durchaus sein, dass ich da ziemlich optimistisch bin, wenn man sich mal anguckt, in welchem Zeitraum die restlichen Generationen rauskamen. Ja, 2013... 6., 2016 7., 2019 8., 2022 9. Also, ich bin mir da ziemlich optimistisch genug, um das beurteilen zu können, dass es dann und dann rauskommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alleine bin mit der Aussage oder mit der These. Mit Sicherheit ist jeder andere auch der gleichen Meinung. 2025 kommt die 10. Generation. Darauf müssen wir uns einstellen. Und wir müssen uns höchstwahrscheinlich auch darauf einstellen, dass diese abermals nicht gut werden wird. Ich meine, egal, gut, okay, von der Story vielleicht, ja. Ich weiß nicht, wie die Story in Purpur und Karmesin ist, aber... Ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest nicht bei der Story verkackt haben, aber gerade von Grafiken und, oder sagen wir, von optischen? Nein, nicht vom optischen. Vom technischen her. Technisch gesehen wird sie abermals grottig sein. Das lässt sich nicht bestreiten, weil Game Freak weiß es natürlich, aber... Glaubt ihr, die machen irgendein Finger krumm? Nö. Das machen die nicht. Und warum? Richtig, weil es Spieler wie uns gibt. Die jeden Scheiß kaufen, ganz egal wie scheiße die ist. Muss man so sagen. Jeder Scheiß wird gekauft. Und warum sollte dann Game Freak sich dahinter setzen und eine gute, technisch gesehen... gutes Game abliefern, wenn es eh gekauft wird. Die denken sich dann, jeder Vollidiot kauft unsere Generation oder unsere Edition oder unsere Spiele halt. Und ja, es ist so traurig, aber ja, es ist nun mal Fakt. Und wenn ich die nicht let's playen wollen würde, glaubt ihr, ich würde die dann wirklich freiwillig kaufen? Garantiert nicht. Absolut, oder zumindest sich zum Vollpreis kaufen. Und wenn ich nicht alle Editionen haben wollen würde, würde ich sie auch nicht doppelt kaufen. Ja, sprich, Diamant, Perl, sowas halt. Purpur, Karmesin. Dann würde ich die auch nicht doppelt kaufen. Und vor allem nicht zum Vollpreis. Aber gut. Da ich die nun mal let's playe, was soll ich anderes machen? Nee, Quatsch, aber trotzdem. Ist halt so. Gut, das war's für den Part. Ich werde mal schauen, wie ich das zusammenschneide. Und ob ich Adam doch als zweites packe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in den nächsten drei letzten Parts, den Pokémon Liga Rematches. Bis dahin. Tschü und ciao, Leute.